So, hier haben wir einen Tachyonen-Lichttempel von der Firma Vostag. Jetzt wollen wir mal schauen. Der soll ja auch gegen Elektrosmog helfen. Jetzt wollen wir mal schauen, was der so anrichten kann. Wir sind jetzt im strahlungsfreien Raum. Sie sehen, keine Belastung praktisch. So, das WLAN ist jetzt eingeschaltet. Jetzt wollen wir mal schauen, ob die Strahlung abgehalten wird. Aha. Auch hier kann der Tempel nicht viel machen. Ja, da ist nicht viel zu machen. Da muss man das WLAN schon ausstecken. Ja, schauen wir noch das Telefon. Auch hier. Hier versagt die göttliche Pyramide hier. Und schreit und schreit. Vielleicht, wenn wir noch dieses Vostag-Kärtchen dazulegen. Oder vielleicht noch der Vostag-Chip. Ja. Also, für den stolzen Preis von 2600 Franken oder 2300 Euro ist hier leider nicht viel von einer strahlenbefreienden Wirkung zu erkennen. Sehen wir mal, ob er die Strahlung aus meinem Körper fernhält. Ich berühre ihn jetzt einmal. Sie sehen, die Strahlung bleibt auch in meinem Körper drin.